Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sind weiterhin im Bollwerk unterwegs, das wir zwar kaputt gemacht haben, was uns aber anscheinend niemand so wirklich übel nimmt. Ich verstehe es nicht so wirklich, aber gut. Die akzeptieren das als Lektion, die man ihnen erteilt hat. Ich wäre eher stinkig, aber gut. Wir machen jetzt hier erstmal noch ein paar Aufgaben und Quests, die jetzt sich freigeschaltet haben. Und gucken mal, was sich da noch so ergibt. Es hieß ja noch, wir sollten da die Magistratin oder so kontaktieren. Wir hatten aber jetzt zuletzt erstmal einen Tenak bei seiner Gipfelstürmung unterstützt. Mal gucken, was so als nächstes kommt. Das ist Gera, genau. Ich glaube, mit Gera sollten wir reden. Machen wir das doch mal. Bist du Kaplanin Gera? Ja, genau. Kaplanin sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist. Mauerbrecherin, Tekotis stolz unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Kotalo hat dich zurecht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt, entgegen Tekotis Befehlen. Ja, ich weiß, dass Kotalo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tekote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tekote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tekote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den kalten Kaupen, naja, im Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Ja, ich glaube, die... Ich habe ja über die Gesichtsbemalungsfarben schon spekuliert, aber ich glaube, das ist einfach nur, der Himmelsklan hat einfach diese Farben als Gesichtsbemalung. Da habe ich einfach nicht genau genug hingeschaut. So, wir haben aber noch, bevor ich jetzt hier weitermache, noch richtig viele Fähigkeiten, die wir freischalten können. Ich habe mal bei der Maschinenmeisterin, hatte ich glaube ich was Spannendes gesehen. Da muss ich jetzt mal gucken. Genau, ich kann bei der Überbrückung von Maschinen einstellen, ob sie sich aggressiv oder defensiv verhalten sollen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Deswegen nehme ich das mal mit rein. So. Erleidet auf einer Reifmaschine weniger Schaden. Ist prinzipiell auch nicht verkehrt. Lassen wir aber erstmal. Überbrückte Maschinen verursachen mehr Schaden, nehme ich auch gern. Wir haben jetzt zwar nicht mit überbrückten Maschinen so oft gearbeitet. Das Problem ist ja auch, dass bei den Quests wir meistens überrascht werden von irgendwelchen Maschinen und dann entsprechend nichts überbrücken können im Vorfeld. Da ist auch nochmal mehr Schaden. Interessant. Deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel reinhauen. Mehr Reißschaden. Reißschaden. Stelle Waffenausdauer wieder her und erlange zusätzlichen Mut, wenn du den stillen Schlag benutzt. Das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil dann Feigling-Methode. Ja, Feigling-Methode nehmen wir gerne. Oh, hat das so viel gekostet? Na egal, gut. Feigling-Methode ist immer gut. Feigling-Methode stärken hilft mir. So, dann machen wir uns auch direkt auf den Weg. Wo sind denn die hin? Ist das die Quest? Nee, da geht's doch wieder ganz zurück. Das ist doch die Cool Route. Genau. Wir wollen doch die andere Quest machen. Ist das jetzt ein Auftrag? Ja, das ist jetzt ein Auftrag. Wir hatten ja gesagt, Aufträge sind ein bisschen weniger aufwendig als Nebenmissionen. Ob das so stimmt, oder aus anderem weiß ich nicht. Ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, die sind ähnlich. Aber macht ja nichts. So, wo haben wir? Hier haben wir noch ein Lagerfeuer. Ja, das ist vielleicht das nächste. Wenn auch nur wenig. Hier haben wir ein neues. Dann reiten wir einfach darüber. Bei den Schnappmäulern vorbei. So, wo ist mein... Hä? Ich dachte, ich hätte genug Gesundheitstränke. Ich hatte doch extra mal geschaut.
Seltsam. Ja gut, jetzt haben wir die mittleren. Vielleicht deshalb, dass ich keine normalen mehr verwenden kann. So. So, wir müssen da durch so ein Schnappmaulgebiet durch, aber da pesen wir einfach durch. Wenn ich sie in Ruhe lasse, sorgen sie nur für Ärger. Was? Ach so, Rebellenaußenposten. Ich könnten mich wir auch mal machen. Den Anführer finden und erledigen. Vielleicht geht der Rest dann weg. Machen wir jetzt aber nicht. Vielleicht später. So, jetzt müssen wir aber hier da mitten durch. Der Schnee dämpft alle Geräusche, naja. Ich weiß nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ups. Das wollen wir ja nicht verkommen lassen. Wo ist es denn jetzt? Ich habe es doch gerade umge... Ist es weggerannt? Lebt es noch? Das ist so wie wenn du ein Wildschwein anfährst und es steht wieder auf, ne? Anscheinend lebt es noch. Also, zumindest ist es weggerannt. Da ist eine Eule. Schnelle Eule. Ist wahrscheinlich hinter dem Felsen oder so. Lassen wir das. Lassen wir das. Holen wir mal hier die. Oh, oh. Klingen am Auge. Gut zum Tunnelgraben. Klingen am Auge? Mist, die haben mich erwischt. Au! Ich wollte eigentlich nicht springen, ich wollte wegkullern, aber... Haut ihr gerade mein Reittier? Ihr Schweine? Stopp, es hackt. Treffen wäre gut. Hofspürergräber. Mann. Ihr habt mich jetzt aber hier Energie gekostet. So, wo ist mein Reittier? Ich hab mein Reittier kaputt gemacht. Ihr Schweine! Wisst ihr, was mich das wieder an Scherben kostet? Wo ist es? Wo ist mein Reittier? Ihr Schweine! Ich fass es nicht! Wo ist es? Eine Taube? Nee, die Taube ist mir egal. Naja, nicht ganz. Aber
Wo ist mein Reittier? Aufspürer, Gräber, Verfolgungs, was? Verfolgungs. Hä? Ist mir auch relativ. Verfolgungssprüher. Ja, sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Braune Ratte. Aber mein Reittier! Bist du mein Reittier? Warst du mein Reittier? Du siehst aus, als wärst du mal mein Reittier gewesen, ja. Oder? Na toll. Ihr Schweine! Mann! Muss ich zu Fuß hier weiter? Es ist ja noch so ein ganzes Stück hier. So ein Dreck. So ein Dreck. Na, nicht da hoch. Da komme ich doch nicht hin. Na super. Da ist der Wachturm. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Ich weiß nicht, knapp. Eigentlich alles. Ach, was gäbe ich für Essen vom heißen Stein? Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestürzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Tröd. Ui. Das hat ja eine Resonanz, das kleine Ding. Merkwürdig. Itseko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Okay. Habe ich nicht vor. Kann aber nichts garantieren. Was ist hier los? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Was ist mit der Zecke? Immer schön Heilung sammeln. Ach, wird schon ein Vorrat geschickt, okay. Ich hätte gern mein Reittier zurück. Ihr miesen kleinen Mistviecher. Das nehme ich euch sowas von übel. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Dank der Daten aus den Brutstätten kann ich jetzt Aufspürergräber überbrücken. Oh! Na dann. Warten wir doch mal, bis der hier vorbeikommt. Den hätte ich ja gar nicht. Aufmerksam machen müssen. Na, komm mal her. Da
an, Schatzi, Schatzi, Schatzi. Ich bin nicht nah genug ran, fürchte ich. Ich will gar nicht mit euch spielen. Och Mann. Wow. Der hält ja voll was aus hier. Langsam für den stillen Schlag ist jetzt schon fest. Aua! Au! Da steck ich ein. Meilen weiter nehmen. Komm, Leute. Die ganze Zeit angezeigt, ich drücke 1. Nö, machen wir nicht. Brauchen wir nicht. Jetzt aber hier, Mensch. Wo kommt die überhaupt schon wieder her? Das war für mein Reittier. Eigentlich wollte ich euch ja überbrücken, aber tu jetzt so, als wenn das bittere Rache gewesen wäre. So, ich muss doch in die andere Richtung. Warum spiele ich überhaupt mit euch? Wieso spiele ich überhaupt mit euch? Die halten aber gut was aus, ne? Krass. Hä? Was? Nur sowas. Die kommen in meinen Rucksack. Na, wenn sie ausgeschlachtet sind, dann kann man sie nicht mehr scannen. Hm. Muss ich später mal schauen, wie ich in mein Reittier komme. Auto, aber da ist nichts drin. Na gut. Keine Tiere? Das muss der Beginn des Aufstiegs sein. Der Wachturm sollte ganz oben sein. Ach, das noch.
Schon wieder klettern. Yay, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Juhu. Na? Das ist ein Schnitt auf meiner Kleidung. Voll. Hör auf zu jaulen. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ja, doch, könnte passen. Okay, alles gut. Da umkreist eine Maschine den Wachturm. Nicht nur eine, oder? Na? Na, halt dich doch fest. Was machst du denn da? Los. Hopp. Okay. Ich hänge irgendwie fest. Jetzt haben wir's. Das ist doch nicht nur eine Maschine, das sind gleich zwei. Na super, das wird spaßig. Ich komme dem Wachturm näher. Ich muss wohl höher klettern. Frage ist wo? Da. Na? Was denn jetzt schon wieder? So, so, ja. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Ja, das ist deine größte Sorge. Du fällst von einem Felsvorsprung. Deine größte Sorge ist, dass du dir nicht die Hände einfärbst. Okay, meine liebe Aloy, ich glaube, wir müssen mal über Prioritäten reden. Da ist eine schwere Waffe. Nee, doch nicht. Was ist denn das für eine Kiste dann? Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Sie, aber wo ist sie denn? Sucht mich, ne? Ruhig bleiben. Okay. Was nehmen wir am besten? Kann man hier noch was herstellen? Ja. Ups. Ups, ich verkacke auch kein Eis. Die andere? Der hängt ein bisschen fest, okay. Was ist das denn? Den habe ich aber hart erwischt. Okay, so. Das war ein Spitzenhimmelsgleiter. So, so. Den habe ich aber doch was abgeschossen jetzt, oder? Den habe ich doch jetzt gerade? Oder habe ich ihn nur ins Taumeln gebracht jetzt? Kann auch sein. Da ist was an der Wand, in der Wand.
Das muss er sein. Das muss ja sein. Ich will den... Wie komme ich denn jetzt da hoch? Och Mann! Das ist ja voll mies. Jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt habe ich ihn da... Oh, ich brauche diesen Schweif. Ich brauche den wirklich. Und jetzt komme ich da nicht hoch. Was ist denn das jetzt für ein Käse? Och nö. Das ist ja voll mies. Voll das gute Loot. Ah, hier. Nee. Komme ich denn jetzt da hinten hin? Keine Chance, Mist. Och Mann. Das ist doch ein Schaß. Das ist doch ein Schaß. Was habe ich denn hier noch? Eine Scan-Einheit. Naja. Och Manu. Ach, Manu. Ui. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Das war Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Was kommt denn jetzt noch? Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Also, mal gucken, ob ich nicht doch irgendwie da dran komme. Aber das wird nichts. Ich kann es versuchen hier, aber... Ugh, da bin ich ja direkt in den Bäumen. Na super. Doch, ich komme hoch. Ja, ja. Jawohl, ich freue mich. So, jetzt kommen wir zurück. Aua. Kann man jetzt irgendwie abseilen? Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell da runter. Oje. Na, das bringt nichts. Das dämpft den Fall. Das bringt nichts. Der Tod kommt von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. Nein! Ich wollte eigentlich schießen. Blut der Zehn. Die Fremde gleitet. Ja, die Fremde gleitet in den Tod. Gleitet. Wie ein Elefant. Mist. Einer voll auf mich abgesehen. Alles verbraucht. Thank you.
stürzte er dann nieder. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch voll drauf gehalten. Oh je. Ich hab ein Problem. Das gibt's doch nicht hier. Sag mal. Jetzt. Ich muss den ja unbedingt nochmal scannen. So. Mann. Okay. Die Welt wird immer stiller, wenn es schneit. Und der andere ist sonst wohin gefallen. Immerhin nur Grauhabichte. Jawohl. Keine Sprengpaste dabei. Schade. Danke für die Hilfe. Ist Ezeko auf dem Weg runter? Naja, die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Pivalo, wir ziehen los. Tecotis Politik hat einen Soldaten auf dem Gewissen. Wenigstens kommen die anderen beiden nach Hause. So. Da hinten waren noch Kisten, die möchte ich mir gern holen. Und dann... Oh, viele Bären habe ich auch nicht mehr. Wo waren die denn jetzt gerade? Hier irgendwo da, genau. Komme ich da einfach so hin? Ja... Vorsicht vor reißenden Strömen. Nice. Alte Skulptur. Okay. So. Und die Quest ist jetzt durch? Scheint so. Das heißt, wir machen uns jetzt als nächstes wieder zurück. Da oben ist ein Lagerfeuer. Machen wir uns doch dahin und dann können wir nicht wieder zurück teleportieren. Das werde ich jetzt auch als nächstes tun. Ups. Und dann die nächste Quest in Angriff nehmen. Das war's anscheinend schon. Okay, vielleicht werden wir sie ja in der Stadt nochmal finden oder treffen. Ist ja oft so. So ist jetzt dieses Lagerfeuer da. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ihr mögt. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei.
Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.